Auch 2023 war wieder kein einfaches Jahr. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dauert an. Und zu Beginn des Jahres sorgten verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien für unermessliches Leid. In dieser Notlage hat Niedersachsen wieder einmal geholfen. Dass der ukrainische Verein sein Spendenlager in Hannover umgehend für Hilfsgüter für die Erdbebenopfer bereitgestellt hat, das war ein besonders schönes Zeichen. Um Zusammenhalt ging es auch nach den furchtbaren Terrorangriffen der Hamas auf Israel. Als Juden und Muslime in Niedersachsen den Terror gemeinsam verurteilt haben, das war ein großartiges Zeichen. Geben wir miteinander die Hoffnung nicht auf, dass im Nahen Osten, in der Ukraine und überall endlich der Frieden siegt. All diese Kriege und Krisen sorgen für steigende Flüchtlingszahlen. Ich bin froh, dass sich der Bund und alle 16 Länder nach harten Verhandlungen endlich darauf verständigt haben, die Zuwanderung stärker zu steuern, am besten durch eine gemeinsame Migrationspolitik in der Europäischen Union. Es geht um Humanität und Ordnung, um beides. Und es geht um eine bessere Unterstützung der Kommunen, die derzeit sehr belastet sind. Darauf haben sich Bund und Länder jetzt endlich geeinigt und ich bin sehr froh darüber. Auch wenn dieses Jahr durch Krisen und Konflikte geprägt war, in Erinnerung werden mir vor allem auch die vielen tollen Kontakte bei Begegnungen, bei Veranstaltungen und bei meinen Touren rauf und runter durch Niedersachsen bleiben. Menschen, die sich mit viel Herzblut ehrenamtlich engagieren. Junge Leute, die ganz viel Begeisterung ausstrahlen. Menschen, die mit Ideen und Tatkraft ihr Unternehmen voranbringen. Solche Begegnungen, die geben mir auch in schwierigen Zeiten immer wieder Rückenwind. Und dazu kommen auch interessante Erfahrungen bei Auslandsreisen. Von Estland können wir zum Beispiel in Sachen Digitalisierung noch viel lernen. In Vietnam stand ein anderes Thema im Vordergrund: Fachkräftezuwanderung und die Absicherung wichtiger Berufe für unser Land, für Niedersachsen. Niedersachsen hat 2023 auf dem Weg zum Energieland Nummer 1 gute Fortschritte gemacht. Mit dem Ausbau von Windkraft, Solarenergie und von Wasserstoff machen wir unser Land zukunftsfest. Das ist gut für das Klima, aber macht vor allem auch die Wirtschaft in unserem Land stärker. Auch dafür werden wir internationale Partner brauchen. Gerade Norwegen bietet sich dafür an. Das hat meine Reise dorthin gezeigt. Alles das stimmt mich unter dem Strich zuversichtlich für das kommende Jahr. Natürlich gibt es derzeit viele Herausforderungen, aber wir leben auch in einem starken Land, das selbstbewusst nach vorne gehen kann. Packen wir es gemeinsam an. Ich wünsche Ihnen und euch ein gutes Jahr 2024.